Kotzumel, hör mal. Das hier ist Verkehr. Das kenne ich ja sonst nur aus Harjen. Und jetzt sind wir nämlich hier unterwegs und das ist ganz hervorragend. Die Übergabe hat gut funktioniert. Dann blenden wir die alles mal schön in der Karte ein. Was haben wir jetzt bezahlt? 55 Dollar, ne? Für die Karre. Für den ganzen Tag. Für den ganzen Tag. Für ohne Max, tanken. Ohne tanken. Ja, tanken musst du natürlich selbst. Dann bläst auch das Horn sofort, ja, weil sich das so freut. Was macht denn der für Krach da? Jedenfalls auf jeden Fall. Aber die ganzen Umstände mit Kaution und Schlag mich tot, das erzählen wir dir nachher ganz in Ruhe. Blenden wir das auch noch ganz entspannt ein. Zebrastreifen, komm, lauf. Das kennen die hier, glaube ich, auch nicht, dass einer anhält. Ich habe doch schon einen. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Einmal so rum um die Insel, zumindest so zur Hälfte. Und Waschbären muss man aufpassen. Und der erste Stop wird sein, so an der, was ist das, West Coast. Aufpassen, dass wir nicht nass werden. Dann zeigen wir dir mal, wie schön das hier ist. Hammer. Das ist so schön. Glaubst du gar nicht. Thank you.
Natürlich auch ein totales Drama, oder? Sind wir ja schon auf Cozumel. Da brauchen wir natürlich auch wieder Details, Informationen und vielleicht ein Fun Fact. Gehen wir dir gleich. Pass auf. Der Name Cozumel kommt übrigens aus der Maya-Zeit und da hieß es Akosamilpeten. Das ist die Insel der Schwalben. Wo sind sie? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Der Regen kommt aber. Der Regen kommt. Schnell weiter. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, welcome to Cozumel. Woo-hoo-hoo-hoo, shake a baby. Übrigens, nächste Fun Fact, in Mexiko regnet es auch manchmal und wenn es hier regnet, dann regnet es aber richtig. Deswegen nimm du dir, das haben wir ja Gott sei Dank auch gemacht, nimm dir mal einen schönen Poncho mit. Das war super. Ja, das war der beste Poncho, den ich jemals auf meinen schmalen Schultern gehabt habe. Aber wir haben noch einen Fun Fact oder Wissenswertes. Wir haben nämlich, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Währung. Ja. Währung ist mexikanische Peso. Oh! Aber man kann ihn mit Dollar bezahlen. Wie immer. Kriegst auch Dollar wieder. Wir kämpfen uns weiter vor. Spricht ihr übrigens Spanisch?
kommst aber auch mit Englisch ganz gut hin, ja, wenn dann mit deinem Spanisch gerade noch ausbaufähig ist. Und da freuen wir uns ja auch schon lange drauf, ja, weil in Belize sind wir ja auch noch. Und auch dort, genau wie hier, gibt es das zweitgrößte Riff der Welt, das Mesoamerican Reef. So heißt das. 1126 Kilometer lang. Das hast du im Kopf? Ja. Das ist erstaunlich. Super. Das ist echt lang. Deswegen geht das ja auch bis da unten hin. Haben wir heute nicht viel von gesehen, weil Wetter hat es nicht zugelassen. Hast du ja gesehen, ey, da war eine Brandung da, lecko mio. Aber das war aber eine ordentliche Brandung. Aber schön. Jetzt kommt die Brandung gerade von oben. Mhm. Immer noch. Genau. Verdammt. Übrigens, wir haben die Schwalben gefunden. Da sind sie. Den ganzen Tag haben wir sie gesucht. Jetzt finden wir sie. Übrigens, wenn du dich fragst, wo ist denn dieses Cozumel eigentlich? Das ist eine mini kleine Insel, direkt vor der Halbinsel Yucatan. Playa del Carmen wäre dann so die Destination am Festland. Und hier, direkt hier, Gott haben wir ein Glück, ist das nicht ordentlich getaktet von uns. Hier würde auch die Fähre rüberfahren, nach da hinten, wo du jetzt nicht hingucken kannst. Und, dann ist aber auch genug mit unnützem Wissen, hier gibt es auch einen Weihnachtsbaum. Cozumel, da war es geil, oder? Da war es geil. Also, auch hier haben wir natürlich ein kleines Resümee-Fazit für dich. Und natürlich auch wieder ein paar Hard Facts, weil wir waren ja wieder fast ganz alleine unterwegs. Ja. Wir durften ja noch ein Pärchen mit ein bisschen Lebenserfahrung mitnehmen. Waren sehr nett, sehr pflegeleicht, von daher alles cool gewesen. Aber wir waren eben nicht mit einem TUI-Ausflug unterwegs, nein, sondern mit einem Buggy. Und das war ziemlich geil. Ja. Ich nehme es vorweg. Also ich würde es nochmal machen. Definitiv. Falls man auf der Insel bleibt. Cozumel, Insel. Man könnte ja auch rüber mit der Fähre nach Playa del Carmen. Da ist zum Beispiel auch eine Wakeboard-Anlage. Das hat man ja erst gedacht. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, doch auf der Insel zu bleiben. Wettermäßig, du hast es gerade gesehen, das war so einer der dicksten Schauer, die ich in meinem mittlerweile fast 50-jährigen Leben erlebt habe. Aber Glück gehabt, kam er erst später. So, also wir fangen vorne an, oder? Genau. Also am Anfang, ich blende dir das mal hier kurz in der Karte ein. Man geht zu HTL Rentals, genau. So heißen die, Link unten in der Videobeschreibung.
ungefähr 15, 20 Minuten ja. sind wir gelatscht ja. vom Fähranleger. Es ist natürlich der Fähr vom Schiffsanleger. Gibt es aber drei davon. Richtig. Einmal der, wo wir waren, das ist der directly vor der Stadt. Und zwei weitere, die sind ein bisschen also weiter südlich, südlich runter, 2-3 Kilometer. Aber ich habe mir sagen lassen, TUI legt wohl eigentlich immer da ja, an. Genau. So, von daher, wenn du auch dort anlegst, 20 Minuten zu HTL Rentals, machst du vorher übrigens kleiner Profi-Tipp. Google Maps kann man downloaden, Offline-Karten, und das funktioniert super. Warum wäre es nicht auch gefunden? Mhm. Dann Übergabe Buggy ging ziemlich flott. Ja. Super nette Mitarbeiter, sprachen super gutes Englisch, haben einem wirklich alles erzählt mit Versicherung und Selbstbeteiligung und Blasülz. Kaution. Kaution waren etwas, ich glaube, um die 350. $350, die werden auf deiner Kreditkarte, die brauchst du dann. Die werden geblockt und die kamen dann auch wieder frei, habe ich geprüft, war alles cool. Der Mietwagen an sich, also der Buggy, hat gekostet, ich glaube, $55. Ey, $55, das ist nichts. Dann haben wir natürlich dann am späten Nachmittag nochmal tanken müssen. Wenn du wieder reinkommst in die Stadt, so Kilometer vor der Station ist dann eine Tankstelle. Es wird dir alles erklärt, du kriegst eine kleine Karte mit dabei. Ja. Ist halt so ein bisschen Mannheim-Style. Ja, also so Quadranten und viele Einbahnstraßen. Aber wenn du nicht ganz doof bist, kriegst du das auch hin. Richtig. Haben wir auch hingekriegt, oder? Haben wir getankt nochmal für, glaub, 20 Dollar. $20. Das war das Einzige, was ich ein bisschen doof finde. Also ich kenne es so bei Sixt und Europcar und so weiter, kriegst einen voll und gibst einen voll wieder ab. Da kriegst du halt irgendwie so halb voll bei uns. Da war, glaube ich, halb voll. Und du musst halt auch so ungefähr wieder abgeben. Ja. Das ist natürlich beim Tanken kacke, weil du weißt ja auch nicht so ganz genau, ey, wie viel habe ich jetzt verbraucht. Wir sind also tanken gewesen, $10 rein, da hatten wir einen Strich zu wenig, nochmal rumgefahren. Boah, der Tankwart dachte auch, wir sind doof, ey. Naja, wie sei es so. Also da wird ja auch das Auto getankt. Der Service, so, ne? So. So. $20. Also hat es gekostet, unterm Strich $75. Genau. Und dann mit dem anderen Pärchen geteilt durch 2. Also das war super günstig. Ja. Was haben wir denn gemacht? Nachdem wir losgefahren sind, sind wir erstmal Richtung Süden an der Westküste. Genau, ich blende hier auch mal die Karte oben ein. Einmal so schön gegen den Uhrzeigersinn halbe Insel. Ja. Also den Süden und dann wieder hoch. Man muss halt nur darauf achten, es gibt halt, man fährt an der Küste entlang und dann gibt es aber auch nochmal Streckenabschnitte, wo nur Fahrräder erlaubt sind. Also da achten sie wohl sehr drauf, also da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr dann wieder auf die Hauptstraße fahrt. Steht da hier nicht Roller und nicht Auto, und wenn das da steht, dann heißt das halt auch nicht Roller und nicht Auto. Ja. Aber ganz entspanntes Fahren. Also der größte Teil der runter Richtung Süden Strecke, der war ja auf so einem Pilleweg. Mhm. Da konnten wir ganz entspannt fahren. Da sind dann auch schon viele Beachclubs, wo man so schnorcheln kann. Das hatten wir vorher auch schon in vielen Videos gesehen. Da musst du halt was trinken, dafür darfst du dann auch sitzen und kurz liegen und ein bisschen schnorcheln gehen. Jetzt war das Wetter halt nicht so geil, deswegen haben wir nur noch keinen Stop gemacht. Genau. Sondern wir sind directly durchgefahren bis zum Punta Sur. Punta Sur, Nationalpark, ganz im Süden, deswegen heißt er wahrscheinlich auch so. Und da fand ich es cool. Das war mega cool. Kostete Eintritt $21 pro Person, aber... Aber wir haben dann bei HTL, hat er uns angeboten, weil er gefragt hat, was wollen wir machen. Haben wir gesagt, wir würden gerne in diesen Nationalpark. Und dann hat er gesagt, ah hier, ihr kriegt von uns Karten. Für $15 oder so. 15 oder $16. Also ein bisschen günstiger. Genau, und hat auch alles super funktioniert. Also dachte ich ja erst, ey, Peter Giesel, weißt du, ein bisschen nett und so. Genau. Haben uns drauf eingelassen. Hat funktioniert. Wir haben Eintrittskarten bekommen, die konnten wir dann dort bei der Einfahrt vorzeigen. Ja. Alles cool. So, da hast du dann so ein bisschen diese Lagune mit den Krokodilen. Muss halt auch Glück haben. Wir haben halt Glück gehabt, dass wir 2, 3 gesehen haben. Ja. Das ist halt ein Tier. Das liegt halt auch mal 500 Meter woanders. Bei uns war es da, das war ganz cool. Dann da diese Aussichtsplattform hochgekraxelt, ja, kannst ein bisschen gucken. Und dann ging es weiter zum Leuchtturm. Genau. Ja, da kann man sich echt lange aufhalten, ne? Ja. Also es ist echt ein großes Areal. Ja. Schöne Küste, wo die Wellen hochpeitschen. Ja, gut, war wetterbedingt. Das war natürlich auch wetterbedingt. Wir hatten ja ein bisschen Wind. Ja, also leider so viel Wind, dass das mit der Drohne, ich habe es ja kurz hochgelassen, dann an der Ostküste, aber die hat dann auch schon ständig im Display, oh, Windwarnung, Windwarnung. Ich dachte, ja, bevor sie jetzt flöten geht, holen wir sie wieder runter. Ja, aber super schön angelegt mit einem kleinen Museum. Und das fand ich tatsächlich cool.
Da habe ich gar nicht wirklich gefilmt, weil ich habe mehr gelesen. Das war so die Story auf Entdeckung und hier Christopher Columbus und seine erste Fahrt und zweite Fahrt. Und das war echt cool gemacht. Das war echt schön gemacht. Das war nicht schick. Ja. Und dann sind wir ja noch mal ein bisschen weiter durch den Wald gelatscht. Da kam der erste Regenguss. Das war ganz cool, weil die dicken, also das waren so Büsche, aber die haben uns ein bisschen Schutz gegeben. Ja. Und dann sind wir an der Steilküste wieder, also Steilküste wieder zurückgelatscht, weil wir keinen Bock mehr hatten, durch den Wald zu laufen, weil da waren ziemlich viele Mücken. Oha, also Mückenspray. Definitiv, dann nimm dir Mückenspray mit. Wir empfehlen an der Stelle immer wieder das gute alte rote Anti. Brumm. So, weil das funktioniert gut. Nein, das war cool. Auf jeden Fall. Da kann man auch ein bisschen was trinken und so, aber echt hoch. Das waren dann teure Preise. Mhm. Haben wir, glaube ich. Ich glaube, nur irgendwas Kleines haben wir uns da gekauft. Cola, glaube ich. Eine Dose war das, glaube ich. Und dann sind wir weitergefahren. Also Eintritt kostet normal 21, für Kinder 14 Dollar. Mhm. Kinder zählen von 4 bis 12. Also ab 13 Erwachsenenpreis. Weißt du Bescheid, ne? Bei einer Familie ist das aber auch ganz im Ernst, finde ich, also das lohnt sich auf jeden Fall. Weil man hat die Möglichkeit, da Krokodile zu sehen. Es ist super gepflegt, alles schön angelegt. Also auch mit so einer kleinen Maya. Ach, so eine Mini. Mini-Ruine oder so. Ja, ich habe schon mal Sandburgen gebaut damals in Italien, die man hört. Nein, aber es war wirklich super sauber, schön angelegt. Also ich finde, das ist das Geld wert. War es gut. Ja. War es gut. Und dann übrigens gut ging es weiter. Wir sind dann ja die Ostküste wieder hochgefahren Richtung Norden. Und da hast du auch ganz viel, wenn Wetter ist, Strand, kannst dich ein bisschen abchillen, kannst super, also wir haben ja Videos gesehen, tolles Wasser. Gut, wir sind da halt lang gefahren, haben aber auch kurz angehalten an so einer Beachputze und haben da kurz was gegessen. Genau. Das war auch lustig. Ja. Du hast da entspannt gesessen, du hast da irgendwie so ein bisschen, was waren das, Tacos, Nachos, ich kann mir das immer nicht merken, bestellt. Das war vernünftig vom Preis und hat auch ordentlich geschmeckt. Ja. Und wir haben keinen gekriegt. Genau. So, also man kriegt ja auch schnell Magen-Darm in solchen Gefilden. Ne? Ja. Also hat alles funktioniert. Ganz viel Merchandise kannst du da kaufen. Ja. Also da ist Strandbude an Strandbude an Strandbude. Ja, mit immer das Gleiche eigentlich auch. Ja, halt. Ja. So dicke Muscheln kannst du eh nicht mit nach Deutschland nehmen. Kannst du also auch direkt da lassen. Und Zeug und Krusch und Quatsch. Und dann sind wir weitergefahren und haben wir schon gesehen, von Osten, da wurde es dann plötzlich sehr dunkel. Tiefste Nacht, obwohl es ja eigentlich erst Nachmittag war. Ja. Ja, dann dachten wir uns, dann fahren wir mal wieder dann diesen schönen, langen, gerade Weg wieder Richtung Stadt. Wirklich gerade. Also Kilometer einfach gerade. Ostküste bis zur Westküste kannst du einschlafen, musst nur festhalten, fährst nur geradeaus. Richtig. Gut, und dann waren wir wieder in der City. Da hat es wohl schon ein bisschen geregnet. Mhm. Da war ja auch schon alles voller Pfützen. Mhm. Schnell getankt. Nochmal getankt, Kiste abgegeben und dann wollten wir ganz entspannt wieder zurück zum Schiff. Da fing es ein bisschen an zu regnen. So, aber was hatten wir dabei? Ponchos, also wichtig, Mittelamerika würde ich immer Ponchos tragen. Überhaupt in der Karibik. Ja. Ponchos, wichtig und die waren super. Die waren super. Die haben uns relativ trocken gehalten, die Schuhe brauchten 3,5 Tage, um dann doch auch mit wieder... Mit Föhn. Mit Föhn, um dann wieder tragbar zu werden, weil... So richtig trocken wurden sie nicht, weil es ging ja auch feucht weiter und schwül und dann trocknet ja auch nichts wirklich. Aber, pass auf, jetzt kommt wieder die Frage aller Fragen. Würdest du nochmal machen? Sofort. Ja, definitiv. Coole Insel, ja. Weil sie auch relativ klein ist, kannst du die ganz entspannt auf eigene Faust erkunden. Ey, mach das. 55 Dollar für einen Buggy. Kannst auch einen dicken Wrangler Jeep, der kostet ein bisschen mehr. Oder einen Roller. Kannst auch einen Roller wollten nehmen. Wir ja erst nehmen. Ja, aber ich glaube 20 Dollar oder so, der war auch super günstig. Ja, aber mit dem Buggy und, waren wir gut dabei. Genau, dann habe ich gesagt, naja, ich glaube so ein Buggy ist einfach deutlich besser. Kofferraum. Zum Abschließen von der Tasche. Dachten wir. Also Kofferraum, genau, um die Sachen vom Schnorcheln oder sonst was oder ne, ein paar Wertsachen da drin zu lassen. Aber ja gut, das war jetzt bei dem Buggy. Ja, gut, also der hatte einen Kofferraum. Ich kann es auch abschließen, aber der ist ja an der Seite offen, der hat gar keine Türen und du kannst dann die Rückbank nach vorne klappen. Genau. Also, gut, ist dann auch egal. Also Wertsachen auf dem Rücken, im Rucksack und gut ist. Das Dach hatten wir meistens tatsächlich zu, weil unsere Mitreisenden hinten ist dann halt schon in so einem, da ist aber einer müde, war Mörfinger, weil da ist dann halt auch windig und dann hatten wir es meistens zu. Wenn wir alleine gewesen wären, hätte ich es komplett offen gehabt. Geil ist halt auch, da regnet es ja rein. Du hast ja keine Türen. Unten in den Fußräumen sind Löcher.
Da ist das Wasser wieder rausgelaufen. Ja, auf der Insel, da kurz, wo wir in dem Park waren, hat es ja auch kurz geregnet und dann war auch meine Seite komplett nass. Ja. Aber wir hatten ja Handtücher mit, mein Gott. Also rübergewischt, fertig. Zieh dir Badebuchse an, irgendwas, was ruhig nass werden kann. Ja. Und dann kannst du mit der Karre auch ganz entspannt diese Wege fahren mit dem Roller, Schlagloch und ja. So. Nimm dir einen Buggy. Buggy ist geil. Genau. Jeep Wrangler kann jeder, ey. Wie gesagt, man kann mit diesem Buggy auch direkt in diesen, also es ist jetzt nicht so, dass man draußen parken muss, sondern nee. Man fährt mit diesem Buggy tatsächlich in diesen Park rein. Bis zum Leuchtturm, Parkplatz, ja. Alles rein. Puh, wie geht's denn jetzt weiter? Heute waren wir auf Cozumel und dann, wir sind ja noch in Mexiko, also das nächste Video in Costa Maya. Costa Maya, Kultur. Chachobben, oder der Langzeiturlauber hat auch gesagt Chachoben oder irgendwie so. Chachobben. Die gibt es im nächsten Video. Bisschen entspannter, ein bisschen mit hier, guck mal, schön Pyramide und so. Kultur. Und die Lagune der Einfarbe. Der Einfarbe. Aber hier, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Abo und so weiter und so fort. Und jetzt, komm, ab. Mexiko Teil 2, nächstes Video, go.